Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl hier. Ich bin ja jetzt schon ein Jahr hier und das eine Jahr hat mir sehr gut getan. Sportlich gesehen hatte ich letztes Jahr, finde ich, auch die ganze Mannschaft für die kurze Vorbereitung auch, sage ich mal, einen kleinen sportlichen Erfolg, ne? Weil, wie gesagt, am Anfang haben wir immer gesagt, wir spielen gegen den Abstieg und dass am Ende so ein Resultat rausgekommen ist, freue ich mich und ich glaube auch der ganze Verein hat sich dann gefreut. Auf jeden Fall im Abschluss, ne? Da muss ich besser werden und ich persönlich will auch gerne mehr Tore schießen. Und das ist so das Hauptaugenmerk, wo ich noch mich verbessern muss, kann, will. Ich persönlich spiele am liebsten links vorne oder rechts vorne, so wie ich auch jetzt die letzten Spiele eingesetzt wurde. Ja, wir saßen in Chemnitz zusammen mit der Mannschaft, einen Tag vorher vorm Spiel und dann wurde es mir gesagt und ich habe mich natürlich riesig gefreut, vor allem weil das mein Ex-Verein ist. Ich wohne ja noch selber in Köln. Ich bin geboren in Köln, bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen, also eigentlich mein ganzes Leben in Köln gelebt. Die Vorfreude ist riesig und ich denke, aus Respekt sollte man jetzt nicht jubeln wie ein Weltmeister, aber klar werde ich jubeln mit den Jungs, falls ein Tor passiert, ne, oder wir Grund dazu haben am Ende, aber trotzdem immer noch gelassen. Ich habe die zwei, dreimal im Stadion gesehen. Ist eine sehr gute Mannschaft, stehen taktisch sehr gut, defensiv lassen sie wenig zu. Und ja, ich denke, wir werden das später nochmal besprechen mit dem Trainer und auch mit Mario Baric, der halt die Videoanalyse macht, wie wir am besten die Abwehr knacken. Ja. Die Fans sind immer eine wichtige Stütze, vor allem bei diesem Spiel, ne, gegen einen Erstligisten. Und ich hoffe, dass wir da gut abschneiden.